Hallöchen, meine Lieben, und willkommen bei einem neuen Vlog. Zum Hüpfbogenpark. Dino-Hüpfbogenpark, genau. Wir freuen uns schon riesig. Machen wir uns jetzt schnell fertig. Juna ist frisch gewickelt und frisch angezogen. Lia ist auch fertig. Hört das nicht. Nee, warte. Zack. Ja, so musst du das klasse. Nein, so ist gut, Schatz. So gehört das. Juna ist auch soweit fertig. Und jetzt müssen wir da noch kurz das Chaos aufräumen. Seht ihr das? Was die Kinder da veranstaltet haben. Hm? Mäuschen? Hier wurden nämlich ein bisschen Konfetti verteilt, ne? Hier. Ja, tut es bitte zur Wickeltasche. Naja, aber die Kinder hatten Spaß. Der Julia hat ja gerade auch schon eine Luftreinigung gemacht. Hier sieht es auch nicht anders aus. Ich weiß nicht wieso, aber Leo räumt immer meine Deko vom Board. Ich habe es heute schon dreimal wieder zurückgestellt. Ich weiß nicht, was ihre Motivation ist. Die Bilderrahmen gehören da eigentlich auch nicht hin. Aber anscheinend gefällt Lia meine Einrichtung nicht hier, hm? Ich sage gestern Boden hier auch. Weiter geht's, Lia. Deshalb musst du alles wegräumen, in deine Küche wieder rein, ne? Ja, du. Nee, du. Jetzt bitte? Nein. Dann fahren wir dich los. Räumst du es bitte auf? Du räumst. Nein, du. Ich hab's auch... Ich hab's auch nicht ausgeräumt, also musst du das doch wieder einräumen. In dieser Kiste da? Ja, genau. In diese Kiste hier. Alles bitte rein. Und dann müssen wir noch schnell hier gleich einmal saugen. So, fast geschafft. Das hier alles. Als Tisch. Jetzt Lias Küchenchaos. Hier sind noch viel zu viele Küchensachen, weil das immer von allen Verwandten. Als sie ihre Küche bekommen hat, von allen Verwandten gab es Küchenzubehör. Und deswegen hat sie viel zu viel. Deswegen müssen wir jetzt unbedingt mal aussortieren. Hier liegt auch noch ganz viel rum. So. Zack, zack, zack. Ich stehe alles wegräumen und dann können wir gleich los. Ne, Jungchen? Ich hoffe, das ist auch ein bisschen was für dich da, dass du dich auch einmal austoben kannst. So, der Hühler macht hier gerade noch eine Luftreinigung. Und jetzt wollen wir los. Lia? Komm, Schatz. Und mal trink noch schnell was und dann können wir los. Ja, komm her, June. Komm her, Schatz. Komm. So, ich muss gleich nur noch einen Kinderwagen rauskramen, weil unser ist bei Felix im Auto. Und Felix ist ja unterwegs mit seinem Auto. Aber wir haben unseren zweiten Kinderwagen auch noch da. Den kramen wir dann gleich schnell aus der Ecke raus. So, Lia, kommst du jetzt? Erst will sie unbedingt los und jetzt kommt sie nicht los hier. Mann, Mann, Mann. So. Gerade übrigens so schnell Wäsche gemacht. Ups.
Genau, so. Wieder mal ausmachen. Ja, Lia, wir wollen noch los zum Dino-Park. Na, Juni, wollen wir los? Ja, du bist bereit, ne? Komische Maus. Übrigens kam mein neues Handy an. Ich wollte euch das mal zeigen, jetzt gerade, wo ich sowieso warten muss. Genau. So. Also, mein neues Handy kam schon vor 3 Tagen. Und ich habe es noch nicht wirklich ausgepackt, also nur einmal aus dem Karton genommen. Weil meine Panzerfolie noch nicht da ist, die kommt jetzt heute. Genau, so sieht es aus. Das ist das Samsung Galaxy S22 Plus in diesem richtig schönen Grün. Ich dachte zuerst, es ist so ein richtiges Waldgrün, wie es auch online halt beschrieben ist. Aber es ist eher so ein Mint. Ja, eher so ein Mintton. Also eher so minthellblau. Richtig schön. Kann ich das hier mal so ein bisschen. Richtig schöne Farbe. Genau, und nachher, wenn meine Panzerfolie endlich da ist, dann werde ich es das erste Mal anmachen. Vorne ist auch noch die Folie drauf hier. Wir machen uns jetzt los, sehen uns dann gleich wieder bei dem Hüpfbogenpark. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. So, wir sind da. Lia ist schon völlig am Ausflippen. Ich kann es kaum erwarten. Ich mache jetzt einmal den Kinderwagen raus. Beide Kinder voll aus dem Häuschen hier. Meine Güte. Lia, bleib hier, das Auto. Ha? Ja, komm, wir gehen dahin, Schatz. Komm, ja, wir müssen da vorne erstmal zum Eingang. Hier vorne ist der Eingang. Ja, kommst du? So, schauen wir mal, wie das da ist. Lia ist auf jeden Fall schon mega happy. Ist das Schild? Da ist das Schild? Ja, da kann man rein. Wenn das Schild da. Ja. Schaut mal, das gibt's hier alles. Das gibt's da. Das gibt's da, ja, da kann man. Und das? Hüpfbogen, ne? Nee, das sind die Hüpfbogen, Schatz. Wo ist das? Da gehen wir jetzt hin. Komm. Nein, hier. Da. Oh, sie wird Snacks. Guck mal hier, dieser Dinosaurier hier. Guck mal. Ich bin hier. Wow, das machst du klasse, Schatz. Super. Schnell gucken, wie sie rutscht. Die haben die Menschen immer solche Angst, wenn sie so laufen. Oh, toll.
Geh denn los jetzt. Geh überall rauf, wo du möchtest. Wir sind hier im Sandkasten angekommen, der spielt da vorne gerade. Hier kann man so ein Dino auskuddeln. Auch sehr schön für die Kids. Tune ist hier schon wieder auf Tour. Ja. Wow, sind sogar richtig Sitze drin, Lia, und ein Lenkrad. Film. Boah, guck mal, da brennt es. Siehst du das? Siehst du das Feuer? Ah. Guck da. Die Feuerwehrlast, das ist für die. Cool, ne? So, wir sind jetzt hier gerade noch beim Möbelkraft drin. Das Ganze ist ja, also dieses Dino-Hüpfbogen, das ist außerhalb von Möbelkraft. Und jetzt habe ich hier gerade nochmal geschaut wegen Jonas Geburtstag, ob man da irgendwie schon ein Geschenk findet oder sowas. Aber bin ich so fündig geworden. Und Lia darf sich jetzt noch Lego aussuchen, weil hier gerade diese Lego-Woche ist. Deswegen suche ich jetzt eine Kleinigkeit aus. Genau. Lia, hier vorne ist das schon. Lia ist fündig geworden. Lia, zeig immer, was du gekauft hast. Nee, ist ein Vogel, ne? Ein Dino. Kannst du heute Abend mit Papa aufbauen, ne? Super, klasse. Ein Dino, hier. Ja, ich pack ein. Ein Dino. So, und jetzt? Nochmal hier rein? Na gut, dann geh nochmal rein. So, wir sind wieder zu Hause. Ja, also falls ihr bei uns in der Nähe wohnt, das war jetzt in Bad Segeberg bei Möbelkraft und das geht noch bis zum 13. August. Ne? Der doch, der Dino-Park? Ja. Genau. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde aber empfehlen, erst so vormittags, wenn es geht, hinzufahren, weil so ab 14 Uhr war es da gerade richtig voll, sodass die Kinder auch Schlange standen bei den Hüpfburgen und sowas. Also das war nicht mehr so schön. Genau, deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn es klappt, vormittags. Also bis 14 Uhr war echt mega leer und dann kam ein riesen Ansturm. Und eben so 16 Uhr sind wir dann los und kurz davor war es unglaublich voll. Also man konnte da gar nicht mehr laufen, so viele Leute waren da. Ja. Genau, jetzt kam hier gerade ein Paket da mit meiner Handyhülle, was ich vorhin gesagt hatte. Jude, zeig mal. Genau, einfach so eine durchsichtige. Ganz, ganz wichtig, dass sie nicht vergilbt. Damit werben sie. Ich bin mal gespannt, wie lange das hält. Ich wollte auf jeden Fall nochmal eine durchsichtige haben. Kann man immer mal ein schönes Foto hintermachen oder sowas. Ein bisschen selber gestalten, eine trockene Blume oder sowas. Sieht immer ganz cool aus. Nee, hebst du die bitte wieder auf? Genau, Lia wollte jetzt einmal ihr Lego aufbauen, ne, den Vogel. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Papa ist eigentlich immer so der Lego-Freak hier mit dir. Jetzt muss die Mama mal ran. Schauen wir mal, bin gespannt. Ja, und sonst steht heute auch nichts mehr an. Wir werden jetzt warten, bis der Papa kommt. Das dauert noch 2 Stunden. Und dann Kinder fertig machen. Ich denke, ich werde die heute noch mal in die Badewanne stecken und ich hüpfe gleich mit rein. Wollen wir baden gleich? Mhm. Alle zusammen baden? Ja. Mit Badesalz? Ja, mit Junesamen. Ja. Gut, dann gehen wir alle zusammen baden. Dann wird Abendbrot gegessen. Ja. Gegessen haben wir eben da auch gerade schon einfach schnell mal eine Pommes gegessen. Ja. Ja, das bauen wir jetzt auf. Ne? Ja. Gut. Gut.
Und dann hoffe ich, dass mein Panzerglas heute noch kommt, dass ich auch mein Handy heute noch einrichten kann. Heute Abend. So, setz dich auf den Tisch, auf den großen Tisch, dann können wir das machen mit dem Lego. Darf June ein bisschen damit spielen? Ja. Nein? Ja. Ja, darfst du? June, guck mal hier, was Lia hat. Schau mal, was hat Lia denn vorhin gebaut? Das hab ich gebaut. June, guck mal, willst du hier mit spielen, Schatz? Guck mal, was Lia gebaut hat. Klasse, oder? Guck mal. So, wir spielen hier mit einem kleinen Lego, ne? Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Boah! Hier ist die Leitung! Da ist die Anleitung, genau. Musst du auf die Leitung, auf die große Leitung schauen? Ja, da müssen wir mal schauen, was wir zuerst machen müssen. So, hier steht. Dieses schwarze Teil, findest du das? Ja. Such das mal. Oh, ich hab's, glaube ich, schon gefunden. Ja, klasse! Leg das mal hier hin. Und dann brauchen wir so einen kleinen roten. Wo? So einen kleinen roten, hier siehst du den? Guck mal, dieser vielleicht? Ich glaube, dieser ist das, ne? Schau mal, wir haben es geschafft. Sieht richtig süß aus, ne? Oh, der sieht so süß aus, der Kleine. So, wir machen hier gerade das Sofa sauber und Lia bedient gerade das erste Mal diesen Nasssauger und sie weiß einfach direkt, wie es geht. Mit dem Wassersprühen und sowas. Wahnsinn. So, jetzt fahren wir eine Runde. Lea macht sie gerade so Shampoo rein. Guck mal, das ist gut. Ja, rosa, ne? Ja, guck mal. Guck mal, Julia. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben den nächsten Tag. Ich konnte für euch gestern leider nicht mehr weiterfilmen, weil die Speicherkarte voll war von der Kamera. Wir waren gestern auf jeden Fall noch baden und dann habe ich die Kinder fertig gemacht und direkt ins Bett gebracht. Und ich wollte euch jetzt noch einmal ein Geschenk zeigen von Junis Geburtstag. Und zwar ist das das hier. Das ist so ein Laster von Top Right ist der. Und da kann sie so die Förmchen reinstecken, aber sie kann den auch ziehen mit so einem Band. Also mega cool. Ich denke, das wird perfekt sein für ihr Alter. Da kann sie auf jeden Fall richtig schön mit spielen. Ich kann mal schauen, ob ich den irgendwie in der Infobox verlinken kann. Schaue ich mal nach. Ja, Junis Geburtstag feiern wir ganz familiär. Einfach so eine kleine Grillparty machen wir da. Genau, das ist bis jetzt geplant. Ja, und sonst habe ich auch schon fast alles vorbereitet. Nur noch die Deko müsste ich kaufen. Das wird ja eine Schafsparty. So wie Lia damals als Baby ihre Schildkrötenparty hatte. Juni ist ja unser kleines Schäfchen. Deswegen bekommst du eine Schafsparty. Werde ich einen Kuchen selber backen und dann werden wir grillen. Zusammen draußen im Garten. Ich hoffe, das Wetter spielt mit und sonst hier drinne. Genau. Ist ja auch schon einfach nächsten Monat. Soweit. Da wird sie einfach eins. Du bist einfach ein Jahr alt, Schatz. Gott, ich kann das gar nicht glauben. Also so vorher so, sie 8, 9 Monate wurde, da dachte ich noch so, ja, noch ist sie mein kleines Baby. Und jetzt nächsten Monat ist es soweit. Und jetzt denke ich, wo ist denn das restliche Jahr hin? Ich hab die doch gerade erst rausgepresst. Naja, jetzt ist es so, ne? Es geht viel zu schnell, mein Schatz. Ich werde jetzt das Video hier schneiden. Und ich hoffe sehr, euch hat dieser Vlog gefallen.
Und falls ihr mehr solcher Vlogs wollt, dann einfach immer gerne einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar schreiben. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!